und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und zum ersten Video im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr konntet die Weihnachtsfeiertage gut ausklingen lassen und seid ein bisschen runtergekommen. Ist ja doch irgendwie wo immer ein bisschen anstrengend. Und seid natürlich gut ins Jahr 2022 gerutscht. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Glück und Gesundheit und Erfolg in diesem neuen Jahr. Ich hoffe, eure Vorsätze lassen sich umsetzen. Übrigens kommt dazu geplant nächste Woche ein Video online. Ja, und ich hoffe, ihr begleitet mich auch dieses Jahr wieder hier auf YouTube mit meinem Leben. Und ja, es wird jetzt noch mal ein bisschen weihnachtlich, denn ihr seht, hier steht sehr viel rum. Ich möchte nämlich einen kleinen, kann man das sagen, Weihnachtshaul. Man sagt ja immer Shopping-Haul oder DM-Haul, aber ich glaube, man kann auch Weihnachtshaul sagen. Ich möchte euch nämlich meine Weihnachtsgeschenke zeigen und das sieht schon wieder echt extrem viel aus. Unsere Familie hat mal wieder sehr übertrieben und vor allem auch mein Freund, der schenkt auch immer viel zu viel. Vorab möchte ich natürlich sagen, ich will irgendwie damit wieder angeben oder irgendwie andere zu animieren, Geschenke zu verschenken oder so. Ich möchte euch lediglich meine Geschenke zeigen, weil ich lieb's auch von anderen, die Geschenke zu sehen, egal ob privat oder auf YouTube. Oder ja, wir Mädels schicken uns das auch immer über Snapchat hin und her. Deswegen, und vielleicht ist ja auch einfach die ein oder andere Sache dabei, die ihr euch mal irgendwann wünscht oder die ihr einfach anderen mal verschenkt. Ich finde, es ist auch einfach eine kleine Inspiration oft, weil oft fehlen einem einfach die Ideen zu Geschenken. Ja, und ich würde auch einfach mal sagen, wir starten direkt. Mein Intro war jetzt natürlich ein bisschen länger, ich habe ein bisschen viel gequasselt, aber ich würde sagen, wir starten einfach hier vorne. Und zwar habe ich von meinem Bruder und meiner Schwägerin einen schwarzen BH von Hunkemöller bekommen. Und ich habe mir einfach generell BHs gewünscht, musste jetzt nicht unbedingt von Hunkemöller sein. Habe mich natürlich riesig gefreut, weil ich liebe diesen Laden. Ja, der ist so schwarz mit ein bisschen mehr Spitze, auch hier unten drunter. Wenn man es nicht so gut sehen kann, ich bin echt weit weg von der Kamera. Ich weiß immer nicht, wie ich das sonst anders aufbauen soll. Blende ich euch nochmal ein Foto ein. Sieht auf jeden Fall sehr schnieke aus. Unter dem Schwarzen ist der so ein bisschen beige. Dann nehme ich mir vor, mit Sport anzufangen. Ich weiß, es ist mal so ein typischer Vorsatz, den sich alle machen, aber ich habe da auf jeden Fall richtig Bock drauf und eigentlich wollte ich das schon im Oktober machen, aber ich habe geldtechnisch habe ich mir das einfach zum Januar gesagt, dass ich das mache. Von meinem Freund unter anderem einen schwarzen Eless Sport BH bekommen. Er ist von Eless. Ich lege überhaupt gar keinen Wert auf Markenklamotten und ich habe auch sehr wenig Markenklamotten, weil es mir einfach nicht wichtig ist. Trotzdem habe ich mich natürlich riesig gefreut. Und dazu, es ist nicht ganz meine Art Unterwäsche, die ich trage. Natürlich, jeder andere kann die natürlich tragen, die ist halt hinten einfach bedeckter. Aber ich kann mir einfach vorstellen, wenn man zum Sport geht, dass man sich vielleicht da sogar wohler fühlt oder vor allem, wenn man seine Tage hat. Deswegen, der wird auf jeden Fall trotzdem in Verwendung kommen. Und ist ja auch ein schickes Set. Fühlt sich übrigens mega gut an. Und by the way, ich habe noch nie ein Sport-BH gehabt. Dann habe ich von Hunkemöller, auch von meinem Freund, einen Schlafanzug bekommen. Und der ist so. Ich glaube, ich muss euch wirklich Bilder einblenden. Oben mit Spitze und der ist, hat einen Teddy-weichen Stoff. Also der ist wirklich so weich. Ich freue mich schon richtig, den Anzug ziehen. Ich habe ihn jetzt die Tage noch gar nicht getragen, weil ich das jetzt alles noch gesammelt habe. Genau, noch eine kurze Shorts dabei. Dann, den habe ich auch von meinem Freund bekommen. Er meint, den hat er von ASOS. Er meint, da steht Schlafanzug. Aber sorry Leute, der ist so schön, das würde ich niemals als Schlafanzug tragen. Vielleicht, wenn mir mal wirklich kalt ist. Der ist ein langärmlich, auch genauso weich wie der andere. In, ja, wie nennt man die Farbe? Ich weiß es nicht. I don't know. Und dazu eine lange Hose. Ja, da werde ich auf jeden Fall ein Bild einblenden, weil sowas lässt sich immer total doof zeigen. Dann habe ich mir von meinen Großeltern einen Jogginganzug gewünscht. Denn Leute, ihr müsst wissen, ich bin mir zu geizig, Jogginghosen zu kaufen. Egal, ob es jetzt von Nike oder von H&M ist. Weil wenn ich mir so denke, ich kann mir jetzt eine Jogginghose für 20 Euro kaufen, aber auch einen Pullover für 20 Euro, dann würde ich immer lieber zum Pullover greifen. Und deswegen habe ich mir mal tatsächlich einen von Nike gewünscht. Ich hatte auch noch nie einen Jogginganzug von Nike. Der ist so in so einem hellen Rosa, richtig, richtig süß, von innen total weich. Kann ich wirklich mega empfehlen. Ja, wie gesagt, den habe ich mir gewünscht und bin mega happy, den jetzt zu haben, weil ich habe auch keine schönen, also wie gesagt, keine schönen Jogginganzüge. Und dazu habe ich auch die passende Hose bekommen. Die hat dann in der Mitte so eine Naht. Macht ja, glaube ich, sogar die Beine dünner, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oben ein Gummizug, das finde ich immer sehr wichtig und unten auch ein Gummizug. Aber ihr werdet hier bestimmt irgendwo gleich ein Bild sehen. Genau, habe ich mich auch mega gefreut. Dann habe ich von meinen Großeltern
so ein Rollkragenpullover bekommen in Grau. Genau, ist auch mal was anderes, weil ich habe weder einen Rollkragenpullover noch so einen hellgrauen Pulli. Und warum es auch so viel ist, ja, wenn man einfach, also von jeder Familie bekommt man irgendwie immer ein bisschen was geschenkt und dadurch sammelt sich das einfach an. Und genau, deswegen sieht das auch immer sehr viel aus. Das ist natürlich jetzt, wie gesagt, nicht nur von meinen Eltern und ihr seht ja, wie viel auch von meinem Freund war. Dann vom Freund, die Oma, die hat uns ein Bild von Buddy gemalt, denn die kann richtig gut malen. Nochmal vielen, vielen Dank, falls du das siehst. Und das ist wirklich, ich schau mal, ob ich das Bild finde. Das ist das Bild, wo Buddy am Teich sitzt. Und man erkennt es auf jeden Fall. Also richtig süß, darüber haben wir uns beide sehr gefreut. Genau, dann haben wir beide zusammen, genau, ein paar Geschenke steht auch von uns zusammen hier, solche Rosen von meinen Eltern bekommen. Und ich komme mal dazu näher. Genau, so eine Rosen hier bekommen und die haben ja hier oben eben diesen Rosenkopf und da macht man eine Batterie irgendwo rein und dann leuchtet dieser Rosenkopf. Also richtig, richtig cool. Freue ich mich schon und es passt auch perfekt in unsere Deko. Wir haben ja an einigen Räumen Silber und an einigen Räumen Gold, deswegen sehr passend. Dann habe ich mir für die Arbeit eine Box, eine Brotbox bestellt und die verfasst sich wirklich sehr hochwertig an, also in dem Moment, dass sie eben nicht ausläuft. Kann ich hier oben aufmachen und dann ist die hier oben so ein bisschen getrennt. Dann kann ich noch einmal Gemüsesticks reinmachen. Und hier ist noch so eine kleine Dose für Salatdressings oder ja, irgendwie, keine Ahnung, für irgendwas anderes. Und dann kann ich das abmachen und dann ist hier unten eben praktisch Platz für den Salat. Und ich finde das sehr, und eine Gabel ist da auch noch drin. Und ich finde es sehr praktisch, weil ich nehme immer 1000 Dosen mit, wenn ich Gemüse oder Salat mitnehme. Genau, deswegen habe ich mich darüber sehr gefreut. Ja, wo mache ich weiter? Ich fange mal den Kleinkram an. Dann habe ich mir Flavor Drops bestellt. Die habe ich im Geschmack Butterkeks, Karamell und Vanille bekommen. Und meine beste Freundin, die liebe Paula, benutzt die ganz häufig und viel. Ihre Cousine auch, Lisa, mit der ich auch schon ein YouTube-Video gedreht habe. Oder zwei sogar schon? Ne, eins glaube ich, ne? Eins für ihren Kanal, eins für meinen Kanal. Und die benutzen das für alles, zum Backen. Paula macht das sogar in Tees rein oder in ihr Joghurt morgens, wenn du eben Naturjoghurt nimmst, mit Müsli zum Beispiel, dann schmeckt der ja nach nichts. Und einige machen da zum Beispiel Honig oder so rein oder irgendwas anderes zum Süßen. Und das ist eben in dem Moment, also auch ein klaren Süßungsmittel, es süßt ja auch, aber eben zuckerfrei und vegan sogar und keine künstlichen Aromen, steht nochmal extra groß drauf. Deswegen freue ich mich, die jetzt auch zu haben und die werde ich auf jeden Fall auch mit in meine Essroutine mit einbringen. Dann kennt ihr es bestimmt. Und Leute, ich freue mich so sehr, das bald zu machen. Und dazu kommt auch ein YouTube-Video online. dieses, vielleicht spreche ich es falsch auf, aus Raisin Hearts, also dieses Epoxid Hearts, diese Untersetzer. Ich werde euch ja auch mal bestimmt Bilder einblenden. Manchmal vergesse ich es. da kann man richtig schöne Untersetzer machen, Etageren, Anhänger, Schmuckdöschen, Kerzenhalter, Lineale kann man da sogar selber mitmachen, eine Stifthülle, also damit kann man wirklich alles machen. Da hat man hier halt einmal das Epoxidharz und den Epoxidhärter, nennt man das glaube ich. Auf jeden Fall ein Härter und ein Harz. Und dann habe ich mir noch Farben dazu bestellt und ich freue mich so, das bald auszuprobieren. Ich denke, ich werde es übermorgen ausprobieren oder morgen mal gucken. Ja, wer sich jetzt nicht damit auskennt, der wird sich fragen, was es ist. Also ich kann es halt so nicht genau erklären. Aber das werdet ihr in einem kommenden Video sehen. Dann habe ich von meinem Bruder und seiner Freundin habe ich noch ganz viel, oder auch meinem Freund auch, aber das habe ich jetzt nicht noch mit aufgestellt, viele, viele coole kleine Sachen bekommen. Und zwar solche Barbo-Ampullen. Und es sind ja auch sehr bekannt, sollen ja auch sehr gut sein. Ich habe sie tatsächlich noch nicht ausprobiert und deswegen freue ich mich, Barbo-Ampullen auszuprobieren. Dann war ich letztens bei meiner Oma und hab, sie meckern immer, weil unsere Hemden, also von meinem Freund die Hemden und von mir die Blusen nicht gebügelt sind. Wir haben aber auch kein Bügeleisen, wir haben auch kein Bügelbrett und tschadadada, wir haben von meiner Oma ein Bügeleisen bekommen. Ja, ich habe mich gefreut, dass wir eins haben. Ich habe so zu ihr gesagt, ich wünsche mir keins, weil es immer komisch ist, sowas geschenkt zu bekommen. Aber ja, letztendlich freuen wir uns trotzdem. Wir können Geld sparen, müssen kein Geld dafür ausgeben. Und praktische Dinge sind ja immer sehr nützlich. So. Dann habe ich mir von meinen Eltern, nee, habe ich mir gar nicht gewünscht, stimmt gar nicht, haben meine Eltern mir eine Überraschung machen wollen. Und das haben sie auch geschafft.
Ich wollte mir vor langer, langer Zeit, weil ich trage keine hohen Schuhe, weil ich ja schon so groß bin, so eine Anzugsschuhe für Frauen haben oder für Damen. Und immer wenn ich das Leuten erzählt habe, dann wussten die nicht, was ich meine. Und ich habe sie im Internet auch so schwierig gefunden. Die sind jetzt von S. Oliver. Die Marke war mir auch wieder voll egal. Ich weiß, dass es die auch auf jeden Fall bei Deichmann gibt. Aber ich habe sie immer nicht gefunden und dazu komme ich jetzt nochmal näher. Und zwar, oh Gott, jetzt bin ich bestimmt voll riesig auf dem Laptop oder wo auch immer ihr das anguckt. So einen schönen Anzugsschuh. Und ich weiß, es ist nicht für jeden was. Aber ich finde es richtig schön. Man kann es sogar mit einer Jeans kombinieren. Aber ich finde es auch richtig schön zum Kleid eben vor allem. Oder zu Röcken. Genau, dann muss ich eben keine ollen Sneaker anziehen und keine hohen Schuhe. Wo ich immer riesig damit. Ich fühle mich da einfach nicht so wohl mit. Und damit werde ich mich sehr, sehr wohl fühlen. Und das, die Überraschung ist Mama und Papa echt gelungen. Die gibt es halt auch in 1000 verschiedenen Farben. Die gibt es in Silber, die sind ja jetzt hier in Silber, in Beige, in Gold, in Blau, in Rosa. Ich denke, das wird mal irgendwann eine Sammlung. Ich denke, da werde ich mir irgendwann öfter nochmal welche wünschen. Genau, habe ich mich sehr gefreut. Jetzt ist hier ein Geschenk gerade schon umgekippt. Und zwar ist ein Planer von Lebenskompass. Viele kannten es nicht, von denen ich das schon von erzählt habe. Ich kenne es auch von den Influencern und aus YouTube und Instagram und TikTok. Ja, das ist so ein Planer, den man eben selber gestalten kann. Da blende ich euch gleich nochmal ein Video ein. Also da sind auch Sticker mit dabei und die Wochen und so sind eben unbeschriftet. Das kann man halt alles selber machen und ja, dieses Buch bietet, ich finde für mich ist es ein kleines Tagebuch. Das bietet sogar, also, dass man die Reiseziele noch eintragen kann. Ja, ich blende euch da, ihr werdet da jetzt gleich auf jeden Fall ein Video sehen. Vorne ist sogar noch ein Mandala und ich finde irgendwie sowas motiviert, ein mehr zu machen. Deswegen freue ich mich sehr darüber und ich werde den auf jeden Fall im Jahr 2022 schön nutzen. Und ja, ist immer sehr hilfreich und auch praktisch. Habe ich auch von meinen Eltern bekommen. Dann habe ich von meiner Oma einen Augenbrauenrasierer bekommen. Also hier steht einfach Gesichts- und Körperhaare-Entferner. So ungefähr. Genau, Haarentferner. Meine Mama hat den, meine Oma hat den und ich finde den perfekt für die Augenbrauen, weil auch Zupfen hält nicht lange und ich verpasse einfach immer den Zeitpunkt, wo ich wieder zupfen kann, dann ist meine Form weg und ein bisschen wehtun tut es ja auch, stört mich jetzt nicht ganz so, ich halte es zwar aus, aber damit ist einfach easy peasy gemacht. Ihr könnt es einfach an eure Augenbrauen lang fahren und ich weiß, dass es auch oft bei Aldi und Lidl mal gibt und dann tut es nicht weh und ich finde, es wird sogar präziser. Da habe ich auch mal einen kleinen Wunsch geäußert. Dann haben wir hier noch einen Ritual-Schaum bekommen. Und einen Deo-Roller. Meine Omi und mein Opi schenken immer noch so schön Kleinkram, über den man sich aber sehr freut. Dann von, ich glaube, bei Lidl oder Aldi gibt es immer zu Weihnachten so eine Deluxe, ja, Lidl steht hinten drauf, so eine Deluxe-Aktion. Da ist so eine edle heiße Schokolade drin, also zum Anrühren. Dann, mein Opa hat immer so einen richtig, richtig leckeren Schinken. Also ich liebe den. Und da haben sie ihm noch den Schinken geschenkt. Der ist auch von Lidl, aber wirklich richtig lecker. Da habe ich mich, wie gesagt, auch sehr drüber gefreut. Auch wenn es vielleicht ein komisches Geschenk für manch anderer ist. Dann habe ich von meiner Mama, da werde ich euch auch gleich noch ein Video einblenden. Da steht zwar Michael Kors drauf, ist aber kein echtes. Aber das ist auch nicht schlimm. Und zwar in der Türkei habe ich das gesehen, ein Armreif. Wie gesagt, ihr werdet gleich auch ein Video sehen. Und ich finde, ein Armreif ist mal was anderes und ich war mir auch zu geizig, den trotzdem selber zu kaufen und habe mich einfach mega drüber gefreut, dass Mama mir den aus der Türkei noch mitgenommen hat, im Oktober, wo wir da waren. Genau, in Roségold. Und von meinem Freund sind jetzt die anderen letzten zwei Sachen, die da so mitstehen. Ja, eine echt goldene Kette. Also ich habe ja gesagt, er übertreibt immer. Und richtig filigran mit so einem richtig süßen Herz. Und ich mag einfach filigrane Sachen viel mehr. Und ich, für mich muss Schmuck sein, was ich immer tragen kann. Also ich bin halt einfach viel zu faul, morgens meinen Schmuck zu wechseln oder anzuziehen. Und so eine Kette oder ein Ring, ein Armband, was ich immer tragen kann, was nicht anläuft und was einfach filigran und dünn ist und zu jedem Outfit passt. Ja, das ist einfach so, würde ich sagen, mein Lieblingsschmuck. Egal aber ob Silber, Roségold oder Gold, da liebe ich einfach alles. Ja, war auch eine mega Überraschung. Und sonst hat er immer meine Mädels gefragt, was man mir schenken kann. Und diesmal hat er sich einfach das selber ausgedacht. Genau wie diese riesengroße Hunkemöller-Box. Und auch da, Leute, er hat einfach so hart übertrieben. Da sind so viele Tangas drin.
Einmal so ein schwarzer mit Gold. Werde ich euch auch irgendwo noch mal ein Foto einblenden, damit ihr es einfach besser sehen könnt. Und ja, Unterwäsche mag ich halt mir nicht zu kaufen und da freue ich mich auch sehr, dass ich das bekommen habe. Genau, aber es kommt natürlich nicht auf die Geschenke drauf an. Dann ein roter. Also ich habe mich auch gefreut, wenn er mir irgendwie einen Gutschein oder so geschenkt hätte oder keine Ahnung, einfach ein Bilderalbum von uns. Aber er gibt sich da echt immer extrem Mühe, denn so ein BH, der ohne irgendwas drin hat, ist, oh mein Gott, auch richtig schön. Dann noch so ein anderer BH, das ist mal was ganz anderes, finde ich. Der hat hier so Löcher und der hat auch nichts Ausgestopftes drin, wie meine Oma jetzt sagen würde. Dann Leute, wer mein letztes Video gesehen hat, mein Adventskalender-Haul, der weiß, dass ich den schon von Paula geschenkt bekommen habe und den habe ich mir auch selber gekauft. Ich habe ihn jetzt dreimal, aber ich habe dazu einen passenden BH und von daher ist es sehr praktisch. Okay, es hat geklingelt. So, jetzt hat gerade der Postbote geklingelt, jetzt weiß ich nicht, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall, glaube ich, wollte ich einfach noch sagen, ach so Leute, nee, den muss ich euch erst zeigen. Ich bin ganz durcheinander. Den hatte ich noch gar nicht an. Das ist so einer, ich glaube, man kann den richtig gut unter Tops anziehen und vor allem auch Kleider, die eben keinen Träger haben, sondern so zum Nacken gehen, dann sieht man diese doofen Träger nicht. In so einem Grün. Auch richtig schön und mal was ganz anderes. Also ich sag euch, er war sehr kreativ. Aber ich will wieder wirklich nochmal sagen, eine Beziehung oder Liebe kommt nicht auf Geschenke drauf an. Und ich finde es auch schön, wenn man irgendwie sich ausmacht, gar nicht zu schenken oder so. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Und noch so ein. Aber trotzdem freut man sich natürlich. Und ich liebe es auch, Geschenke zu verschenken. Also das liebe ich genauso sehr, wie selber welche auszupacken. Weil ich weiß, dass die anderen sich natürlich auch freuen. Und dann haben wir zum Beispiel noch ein bisschen Kleinkram auch für unseren Hund bekommen. Den haben wir von meinem Freund, die Tante, bekommen. Da haben wir auch noch Leckerlis und so bekommen. Richtig süß und so einen richtig coolen Ball an der Strippe. Keine Ahnung, wie ich dazu sagen soll. Ja, und hier sind dann noch, ist noch ein bisschen Geld tatsächlich drin und richtig cool, Gutscheine, was wir zusammen machen können. Zum Beispiel haben wir hier einen Tropical Island Gutschein bekommen, wo wir eine Nacht übernachten können und dann ist da Frühstück mit Buffet und genau, also richtig cool, ist ja dann so ein Spa Wellness Spaß Wochenende, richtig schön. Und von meinem Bruder und seiner Freundin haben wir auch was richtig cooles bekommen. Ihr kennt doch bestimmt diese Bilder, die man machen lassen kann, die von dem ganzen Auge gemacht werden, also ich glaube Iris nennt man das ja, ne, und der Pupille und so, das ist so richtig krass zu sehen. Und er hat zum Beispiel braune Augen und ich blaue Augen und man kann die dann so zusammen ausdrucken lassen. Dann kann man sich das halt hinhängen und das finde ich mega cool. Haben wir noch einen Gutschein bekommen? Ich glaube nicht. Genau, dann ist hier noch ein bisschen Süßigkeiten sind hier noch drin. Von meiner Oma haben wir hier noch so eine Schüssel bekommen. Sie schenkt uns nämlich auch immer praktische Sachen. Da hat sie noch so Kaviar reingemacht. Und so eine kleine Schüssel, die finde ich richtig süß für Dips. Also zum Beispiel, wenn wir Nacho-Abend machen, dann können wir da so die Dips reinmachen. Und hier ist noch ein bisschen Schoki drin. Das Tropical Island-Ding habe ich übrigens von meinen Schwiegereltern geschenkt bekommen. Haben uns sehr, wie gesagt, sehr darüber gefreut. Vielen Dank nochmal. Dann noch Servietten von meiner Omi und ein Händehandtuch. Und hier ist noch ganz viel Schokolade drin. Und richtig süß von meiner Nichte und mein Neffe, die haben so ein Bild zusammen gemacht mit so einem Handabdruck übereinander. Und dann noch ist hier auch noch ein Bodylotion von meinem Bruder drin. Und ein Tee von meiner Oma. Und Kuschelsocken und normale Socken. Und dann von meinem Bruder auch und von meiner, die waren irgendwie so kreativ dieses Jahr, ich weiß auch nicht. Ich habe mich echt schlecht mit meinem Geschenk gefühlt, von Urban Decay, ein Long-Lasting Make-Up Setting Spray. Kenne ich nicht, habe ich noch nie probiert, ich bin gespannt. Genau, hier ist noch eine Karte drin, also ja, einfach immer so ein bisschen Kleinkram, worüber man sich immer mega drüber freut und was immer nützlich ist. Und von meinen Schwiegereltern haben wir noch, es ist aber, steht gerade oben und es ist sehr groß und deswegen will ich es jetzt nicht runterholen. Ich lüfte immer sehr lange oben im Schlafzimmer, auch wegen Buddy vor allem, weil mir das immer so ein bisschen sonst oll ist. Ich habe das Gefühl, es ist sonst dreckig, obwohl es sauber ist. So einen Luftreiniger bekommen, der ist von Ikea und der sieht auch wirklich richtig stylisch aus. Also falls ihr mal einen Luftreiniger wollt, dann geht mal bei Ikea gucken, wusste ich auch nicht, dass es da sowas gibt. Das haben wir bekommen und dann haben wir dazu noch so ein, sieht auch richtig hübsch aus und richtig irgendwie elegant, so ein
so ein Ding, es hat so ein Display und dann zeigt es dann die Außentemperatur an und die Innentemperatur und wie die Luft denn hier drin ist, ob wir wieder den Reiniger anmachen sollten oder nicht. Und ja, ist auf jeden Fall richtig praktisch. Ja, und ich würde sagen, das war's. Genau. Ich habe mich auf jeden Fall über alles sehr, sehr, sehr doll gefreut. Und wie gesagt nochmal, ich weiß, es kommt nicht auf Geschenke an, aber ich wollte es euch einfach zeigen. Dann habt ihr einfach auch eine kleine Inspiration, was ihr euch vielleicht nächstes Mal wünschen könnt oder jemand anderes schenken könnt, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Genau, und dann würde ich sagen eigentlich, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen fürs erste Video im Jahr 2022. Und wünsche euch, wie gesagt, nochmal alles Gute für das Jahr und ganz viel, vor allem Gesundheit und Frieden. Ja, wenn das Video euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da oder ihr lasst einen Daumen nach oben da oder vielleicht sogar ein Abo, würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 18 Uhr, wie gewohnt, wie im letzten Jahr, hier auf meinem Kanal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ciao!